Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop, Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass die Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Das nennt man Präzession, ist auch eine sehr präzise Berechnung, aber anderes. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Niadina, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Geburtshoroskop ändert sich nichts. Das zeigt die Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das ist wie ein Momentaufnahme, ein Bild, was einzigartig ist wie ein Fingerabdruck, und das ist dein Seelenplan. Und die Lebensbereiche, wo Energie fließt, die sind für dich die wichtigsten Lebensbereiche in dein Leben. Das ist deine Persönlichkeit, deine Werte und Finanzen. Dann, dass du dich durchsetzen kannst. Und auch Wissen vermitteln an einen. Eine Art Austausch, Kommunikation. Dann ist wichtig dein Zuhause, aber auch, dass du ein Fundament, eine Basis hast in dein Leben. Dann ist wichtig die Kindheit, Kinder, deine schöpferische Energie und hier natürlich die Transformation, die Wandlung. Dieses Bild, ein Geburtshoroskop bleibt, da ändert sich nichts. Was sich aber ändert, das bist du, und du bewegst dich in 7 Jahren Perioden. Und alle 7 Jahre hast du andere Themen. Andere Themen sind wichtig, hast du auch diese Einflüsse, was für dich etwas vermittelt. Du befindest dich zurzeit in Wassermann-Periode. Und das heißt, du verabschiedest zurzeit von vieles, was dich belastet, bedrückt, damit du endlich zum Leichtigkeit kommst, endlich aufatmen kannst. Und in dieser Zeit hast du tolle Ideen und du lernst diese Ideen auch verwirklichen. Und in dieser Wassermann-Periode lernst du auch, das zu verstehen, wie einzigartig und wie außergewöhnlich du bist und hast ungewöhnliche Begegnungen, außergewöhnliche Lebensumstände. Manchmal kommt das plötzlich unerwartet. Nicht nur du veränderst dich im Leben und kommt diese Bewegung, sondern auch Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Wobei bei Sonnenbewegung muss das korrekt beschreiben, weil die Bewegung, also diese Art von Bewegung, macht eigentlich nicht die Sonne, sondern das macht unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Und jedes Mal durch diese Bewegung erreicht etwas im Horoskop, besonders die Plätze, wo in deinem Geburtshoroskop Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, das ist natürlich stärker ausgeprägt, aber aktiviert etwas. Und das können wir beschreiben und dazu ist dieses Jahreshoroskop. April 2019, damit beginne ich und starten wir mit Pluto. Pluto ist der letzte Planet in unserem Sonnensystem.
Pluto bewegt sich im Tierkreiszeichen Schütze und aktiviert hier Themen, was die Arbeit betrifft, dein Alltag betrifft, aber auch deine Gesundheit. Pluto zeigt in diesem Lebensbereich, konzentriere auf dem Wesentlichen, verabschiede von alles, was dich belastet, was deine Energie, deine Kraft, deine Zeit in Anspruch nimmt, was du gar nicht willst, räum auf. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Neptun ist der Planet der Künstler, weil mit Neptun-Energie lassen wir uns inspirieren. Und Neptun lässt unseren Träume leben. Und genau hier hast du die Transformation, weil Neptun bewegt sich im Wassermann, also aktiviert die achte Lebensbereich, diese Wandlung. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Oft kommt es plötzlich unerwartet. Die Mondknoten nehme ich mal raus, beide, weil die bewegen sich auch. Also Uranus ist hier im Widder und damit kannst du rechnen, dass hier im 10. Lebensbereich kommen Veränderungen. Und das bedeutet, dass du Ziele hast, dass du das definieren kannst. Und das ist wichtig, diese Zielsetzung. Außerdem orientierst du dich neu beruflich. Wenn wir schon bei Mondknoten sind, dann ordnen wir das auch. Ketu, dieser Drachenkörper, was eigentlich die Vergangenheit symbolisiert, die alten karmischen Erinnerungen, Ketu befindet sich ganzes Jahr und auch nächstes Jahr auch noch hier im Schütze. Ganzes Jahr und auch 2020. Hier hast du karmische Themen. Rahu, dieser Drachenkopf, was die Seele eigentlich sucht und zurzeit braucht die Seele das auch. Rahu ist in den Zwillingen ganzes Jahr und auch 2020. Hier aktiviert karmische Themen. Das bedeutet, orientiere dich hier in diese Richtung. All das, was die Zwillinge vermitteln, Castor und Pollux, und versuche, die Ursache erkennen an etwas. Oder schau in die Tiefe, dass du erkennst die tiefe Geheimnisse des Lebens und du wirst viele Geheimnisse auch sehen. Also es sind nicht nur karmische Themen, sondern im Alltag alles, was hinter geschlossenen Türen passiert. Befasse dich mit diesen Themen, weil deine Seele braucht gerade diese Lebenserfahrung. Saturn hütet die Karma, lenkt unserem Schicksal, bestimmt die Zeit und ist auch der große Lehrmeister. Saturn belehrt uns und hilft uns dabei, unserem Leben in Ordnung zu bringen, dass es alles in Form kommt, dass wir Halt, Stabilität haben im Leben, das, was Saturn befestigt. Saturn bewegt sich im Schütze. Und hier hast du gerade Themen, dein Alltag bewältigen, deinen Pflichten nachzugehen, dass im Arbeit Ordnung ist und auch Gesundheit. Jupiter befindet sich auch im Schütze. Jupiter gibt dir Chancen und Möglichkeiten und auch Glück. Jupiter ist auch hier im Schütze, die gleiche Thematik. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Und mit dieser Mars-Energie können wir uns auch durchsetzen. Natürlich steht auch zum Bewegung wie Autos oder Sport
oder Reisen, wobei Merkur hat auch mit Reisen etwas zu tun, aber Mars kann auch einiges in Bewegung setzen. Außerdem ist Mars der Mann und zeigt auch Begegnungen. Das kann auch die Liebe sein, aber auch anderen männlichen Personen. Ein guter Freund, ein netter Nachbar oder ein Handwerker. Also Mars ist auf jeden Fall, zeigt auch der Mann. Und Mars befindet sich im Stier, wo deine Wünsche sind. Und wenn das die Liebe, Partnerschaft betrifft, dann glaube auf deine Träume und Wünsche. Und jetzt hast du die Möglichkeit, wirklich mit diesem Mann kontaktieren oder begegnen. Außerdem ist es möglich, dass in einer Gruppe oder im Freundeskreis dieser Kontakt hast. Aber möglich ist auch natürlich, dass du dich bei Freundeskreis durchsetzen sollst. Venus ist die Liebesplanet, also aktiviert Liebe, aber es gibt auch andere Themen, was zu Venus zugeordnet ist, wie Selbstständigkeit, kleines Glück oder Kunst, Kreativität, Schönheit. Mit Venus-Energie verschönern wir etwas. Oder leben wir die Liebe? Zeigen wir unsere Kreativität? Venus ist weiblich und zeigt uns Frauen. Und möglich ist bei Venus Einfluss auch Kontakt mit anderen Frauen, wie eine Kollegin oder eine Freundin oder eine Frau von der Familie. Venus befindet sich im Wassermann. Und hier hast du die Transformation, mit deiner Weiblichkeit bewusst zu sein. Und weil im achten Lebensbereich auch Thema Sexualität auch handelt und Venus ist die Liebesplanet, natürlich kann das diese Thematik auch aktivieren. Bei Merkur-Energie handelt es sich um Handlungen. Merkur ist auch der Planet für Kaufleute, also Geschäfte zu machen. Aber bei Merkur-Energie kommt auch Themen wie Termin ausmachen, einen Vertrag unterschreiben oder eine Nachricht. Möglich ist auch bei Neptun, bei Merkur Einfluss, dass man Wissen aneignet oder Wissen vermittelt. Weil Merkur hat auch mit praktischem Wissen auch was zu tun. Oder mal schlicht einfach ein Buch kaufen und ein Buch lesen. Merkur bewegt sich in den Tierkreiszeichen Wassermann. Und das kann bedeuten, dass eine erbschaftliche Sache darlegt und hast du Terminen, Verträge oder mit anderen Ämtern, besonders wenn das um Finanzen geht. Sonne zeigt die Monatsthema und das ist hier in Tierkreiszeichen Fischen und das sind Reisen oder Spiritualität. Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas gebremst ist. Aber das hat auch einen Sinn. Dann sollten wir langsam tun, nicht zu stürmisch handeln. Oder noch etwas ganz genau überlegen, ob das richtig ist oder nicht. Oder überprüfen etwas. Diese Rückläufigkeit bedeutet auch karmische Themen oder Vergangenheit. Jupiter ist rückläufig und das bedeutet, wenn du etwas vergrößern möchtest, dann zeigt diese Rückläufigkeit, halt das noch zurück. Jupiter vertritt auch die Gerechtigkeit, natürlich auch die göttliche Gerechtigkeit wie Ursache und Wirkung, aber hat mit Rechtssystem auch was zu tun und öffnet auch unseren Augen auf die Ungerechtigkeiten. Und das natürlich zeigt auch und bei Rückläufigkeit etwas überprüfen, was noch mit der Vergangenheit was zu tun hat. Ab 25. April wird Pluto rückläufig
Und das ist wieder die Thematik aufräumen, auf die Wesentlichen konzentrieren. Und diese Rückläufigkeit zeigt, da ist noch etwas in die Vergangenheit, was du loslassen sollst. Und das trifft deinen Alltag oder deine Arbeit. Natürlich möglich ist in diesem Zeit kündigen. Am 30. April wird Saturn rückläufig und das hat auch mit Vergangenheit etwas zu tun. Etwas überprüfen. Was lief schief in Vergangenheit? Was du erlebst im Alltag? Oder was stört dich bei der Arbeit? Das Überlegen, mal nachdenklich zu sein. Willst du wirklich diese Arbeit ausüben oder wäre besser das Kündigen und neu orientieren? Das ist die Thematik hier. 26. April ist Halbmond im Steinbock. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond, die beiden Lichter, in einer Spannung sind. Und diese Spannung löst aus, dass wir in diesem Tag das auch spüren. Dann kommt Nervosität oder Unsicherheit oder eine gewisse Unruhe, immer in diesem Lebensbereich, wo dieser Halbmond stattfindet. Und 26. April ist das im Steinbock hier. Also die Unsicherheit, was die Liebe betrifft. Oder Spannung mit dem Partner. Mai 2019, schauen wir, was sich hier ändert. Jupiter geht zurück zum Skorpion, ist rückläufig. Und weil hier zurückkehrt, aktiviert Themen Kindheit, Lebensfreude, Kreativität. Jupiter ist Glück, zeigt auch eine optimistische Haltung, aber vermehrt etwas. Und weil etwas vermehrt, das kann auch Schwangerschaft bedeuten. Sonne ist im Widder, also Monatsthema ist die Berufung, deine Ziele zu erreichen. Und Merkur, Venus ist in Fischen und das kann bedeuten Gespräche mit einer Frau. Gespräche ist die Merkur-Energie, Venus ist eine Frau von Ausland oder über eine Reise oder über Spiritualität. Kann auch bedeuten, dass du Fremdsprache lernst oder lernen sollst. Das ist die Merkur-Energie hier und Venus zeigt diese Kreativität. Aber kann auch bedeuten, dass dies das anspricht, eine Reise oder eine spirituelle Richtung. Vierter Mai ist Neumond immer wieder. Bei einem Neumond sollen wir zurückziehen, nachdenklich zu sein, meditieren, worüber? Dort, wo dieser Neumond stattfindet, also im Widder, hier über deine Ziele, dann auch, wie bekommst du Anerkennung, wie bekommst du Respekt und wo liegt deine Berufung. 12. Mai ist Halbmond im Krebs, das zeigt sich hier. Also eine gewisse Unsicherheit. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Ein Vollmond beleuchtet etwas, dass wir da genau hinschauen. Und das ist hier deine Wohnsituation oder das, was dir gerade einen Halt gibt im Leben. Juni. Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema sind deine Wünsche, deine Sehnsüchte, deine Hoffnungen
und du lernst damit umzugehen oder Gespräche im Freundeskreis. Mars ist in Zwillingen, da sind die Geheimnisse, aber auch Rückzug. Das kann entweder bedeuten, dass du kraftlos fühlst und sollst du dich zurückziehen, dich erholen, dass du wieder Kraft hast. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person seine Geheimnisse erzählt oder dass du geheime Feinde hast und mit dieser Mars-Energie setzt dich durch, weil du das erkennst. Venus befindet sich im Widder und zeigt deine Kreativität und das kannst beruflich verwirklichen oder zeigt deine Weiblichkeit und du bist als Frau wahrgenommen und bekommst du Ansehen. Das steht alles ins Licht und natürlich bedeutet auch, dass du dann Komplimente bekommst. 22. Juni wird Neptun rückläufig. Das hat mit Kreativität was zu tun, mit künstlerischer Begabung was zu tun, aber auch handelt sich um Träume verwirklichen und diese Rückläufigkeit zeigt Vergangenheit, dass du dann deine Talente wahrnimmst, all das, was du von früheren Leben mitbekommen hast. Du hast diese Talente, bin ich ganz fest davon überzeugt, diese künstlerische Begabung, das da nachdenklich zu sein. Oder diese Rückläufigkeit heißt auch, du hast Träume und du sollst an diesem Träumen glauben. Aber das ist noch gebremst, es ist noch nicht die Zeit, das zu verwirklichen. Aber glaub trotzdem daran. 3. Juni ist Neumond im Stier, nachdenklich zu sein über Freundschaften. Wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen? Oder ziehe dich zurück von Bekannten. Aber auch die Nachdenklichkeit über deine Träume, deine Sehnsüchte, deine Hoffnungen. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Das hat mit Finanzen was zu tun und hier ist Spannung. In diesem Tag nichts kaufen, nichts investieren, nichts unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun hat. 17. Juni ist Vollmond im Skorpion, beleuchtet Thema Kinder oder dein inneren Kind oder die Kreativität, die Lebensfreude. 25. Juni ist Halbmond in Fischen. Hier kommt eine gewisse Spannung, entweder auf die Reisen oder Orientierungslosigkeit, ein bisschen was die Spiritualität betrifft. Juni passiert was Wichtiges hier im Schütze, nämlich hier ist Keto, dieser Drachenkörper, was die alten karmischen Themen zeigt, also Vergangenheit. Dann Saturn ist der Planet der Karma, hütet den Karma, ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Und diese drei bilden sich einen sogenannten Konjunktion und wirken zusammen und aktivieren alten karmischen Themen. Und das im Schütze, du erlebst das in deinem Alltag, aber auch im beruflichen Umfeld. Das kann natürlich auch bedeuten, dass du die große Liebe begegnest, eine karmische Liebe im Bereich Arbeitsplatz. Also das muss nicht heißen, dass du in einer beruflichen Veränderung bist, sondern etwas Karmisches löst aus, was du im Alltag erlebst, im beruflichen Umfeld. Und das kann auch sein Beruf sein. Juli Sonne und Venus ist in Zwillingen. Hier sind die Geheimnisse, entweder Liebesgeheimnisse. Das passt sehr gut zum Venus-Energie.
Wenn du deine Geheimnisse hast, dann sag das niemandem, weil die Sonne bringt das ins Licht. Das heißt, es wird weiter erzählt. Kann auch bedeuten, dass jemand ihre oder seine Liebesgeheimnisse erzählt und bei dir öffnet sich die Augen, du erkennst etwas, das macht sichtbar. Kann auch bedeuten, dass du einen geheimen Feinde hast und das ist eine weibliche Person, das wäre diese Venus, und dass du das erkennst, kommt die Wahrheit ins Licht, das zeigt hier die Sonne. Mars und Merkur ist im Krebs und das bedeutet Gespräche mit einer männlichen Person und das wirkt auf deine Persönlichkeit oder in dein persönlichen Umfeld oder kann bedeuten auch, dass du dich durchsetzt, dass du dich behauptest und dass du das ansprichst, dass da Gespräche auf dich zukommen. 8. Juli wird Merkur rückläufig und das heißt, entweder ein Termin kommt mit Verspätung, weil du wartest, aber kommt etwas später, weil das wird gebremst oder ein Vertrag, die Handlungen gehen nicht voran. Das fühlt sich wirklich so an, wenn da gar nichts bewegen würde. Aber diese Rückläufigkeit hat auch mit Vergangenheit oft was zu tun. Möglich ist es auch, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. 2. Juli ist Neumond in Zwillinge und das ist der Rückzug und das wäre gut zurückziehen. Du brauchst die Ruhe, sei nachdenklich oder meditiere über etwas, was für dich wichtig ist. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, eine gewisse Spannung bei Verwandten, Nachbarn oder bei Informationen, kann auch Internet sein. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis hier im Schütze, die Themen Arbeit, Alltag, Gesundheit. 25. Juli ist Halbmond im Fische, wieder Spannung auf Reisen oder bei die spirituelle Richtung. August. Merkur ist in Zwillingen. Und das bedeutet entweder tiefes Wissen oder dass jemand erzählt seine oder ihre Geheimnisse, kommt zum Gesprächen, kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast und sie reden etwas hinter deinem Rücken. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Monatsthema ist deine Persönlichkeit und bei Mars und Venus die Liebe natürlich, das ist die beiden Liebesplanet. 12. August wird Jupiter direktläufig und da bewegt sich einiges, dann geht alles voran, Jupiter vergrößert auch etwas, hast du mehr Lebensfreude, mehr Optimismus, bringt auch Glück. 12. August wird Uranus rückläufig. Hier, wenn du dich beruflich verändern möchtest, dann zeigt dieser rückläufige Uranus entweder die Talente, Fähigkeiten, was du hast, verwirkliche das. Das ist auch Vergangenheit. Oder kann das auch auslösen, dass du diese Veränderung noch nicht machen sollst, weil das bremst dich, sondern warte auf den richtigen Zeitpunkt. 1. August ist Neumond im Krebs, sei zurückhaltend. 7. August ist Halbmond im Waage, eine gewisse Spannung zu Hause oder du verspürst die Nervosität in deiner Umgebung und wäre besser zurückhaltend zu sein, eher zu Hause zu bleiben. Oder eine kleine Reparatur kann auch bedeuten, dass fehlt dir dieser inneren Gleichgewicht und brauchst wirklich darauf achten, dass du die Ruhe bewahren kannst.
15. August ist Vollmond im Steinbock. Das ist hier im Bereich Partnerschaft. Also wird dieser Vollmond ganz beleuchtet und da kommen die Erkenntnisse. 23. August ist Halbmond im Widder. Hier oben, du hast das Gefühl, du bist übersehen, du bekommst zu wenig Anerkennung oder du bist ein bisschen orientierungslos, was die Berufung betrifft, oder du möchtest deine Wünsche, deine Ziele erreichen und hast Ziele, aber du zweifelst daran. Das kann ein Halbmondtag auslösen. 30. August ist Neumond im Löwe hier und wird von Regulus bestrahlt. Neumond ist Zurückhaltung, also gebe kein Geld aus, halte das zurück, sei nachdenklich über die finanzielle Lage, aber auch um die Selbstwertgefühl. Regulus bestrahlt es und Regulus ist der königliche Stern, der Stern der Könige, das Herz der Löwen. Und natürlich ist hier auch Herzensangelegenheiten auch gefragt. Alles, was in dein Herzen liegt, dein Hobby, deine Berufung, Kunst, Kreativität oder Sport, Bewegung oder Liebe, Partnerschaft, all das, was für dich wertvoll ist, nimm im Besitz. Und da diese Nachdenklichkeit, weil das ist Neumond. September. Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist hier im Löwe, aktiviert die Thematik Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Finanzen. 19. September ist ein wichtiger Tag, weil Saturn dreht sich die Richtung und wird direktläufig. Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Bis 19. September war rückläufig. Das bremst etwas oder zeigt uns, wie wichtig das ist, noch die Vergangenheit anschauen oder karmischen Themen anschauen. Und plötzlich ab 19. September dreht sich die Richtung, wird direktläufig und sorgt dafür, dass alles in Bewegung kommt. Und das ist im Schütze und der Lebensbereich, wo du das erlebst, ist dein Alltag, deine Gesundheit oder die Beruf. 6. September ist Halbmond im Skorpion, eine gewisse Spannung hier, entweder Erinnerungen an die Kindheit und löst Unsicherheit aus, oder möchtest du die Lebensfreude leben und ist aber alles so streng, oder möchtest etwas kreativ gestalten und bist unsicher, also das löst ein Halbmond aus. 14. September ist Vollmond im Wassermann und aktiviert die Thema Wandlung und ämtlichen Sachen, wo das beleuchtet, dieser Vollmond. 22. September ist Halbmond im Stier, Spannung mit Freunden. Oder du hast deine Wünsche, Hoffnungen und diesem Tag neigst du dazu, das aufzugeben. 28. September ist Neumond im Löwe, nachdenklich sein über Werte, Wertschätzung, Finanzen. Oktober, Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau, aktiviert Thema Verwandtschaft, Nachbarschaft, Bekannten, kleinere Veränderungen, kleine Reisen und auch Schulungen, Informationen, ein Austausch, auch Medien, Internet. Und hier Mars, Venus, die Liebesplanet, das kann mit einer Begegnung was zu tun sein. Also aktiviert auch die beiden hier, dieser Liebesplanet, auch Themen wie Liebe. Aber muss nicht sein, das kann auch bedeuten, du hast Kontakt auch mit deinem Mann, aber auch mit einer Frau. Merkur ist in Tierkreiszeichen Skorpion und hier lernst du etwas. Dein Leben schöpferisch gestalten. Zwischen
Also das ist November. Wir sind noch bei Oktober, genau. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Hier ist die Spannung, Nervosität im Alltag, im Arbeit. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. Das bedeutet die Richtung Reisen. Die Fragestellung ist, wohin geht die Reise? Entweder weil du planst eine Reise oder bekommst du Besuch von Ausland. Aber bedeutet auch Spiritualität. 21. Oktober ist Halbmond im Zwillingen und das heißt Spannung, Nervosität, halte dich zurück, sei im Rückzug. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau, halte dich zurück von Verwandten, auch im Internet Bekanntschaften, von Medien, sei eher im Rückzug, in Nachdenklichkeit. November. Mars ist im Jungfrau und hier hast du die Kraft, dich durchsetzen und behaupten. Kann aber auch bedeuten, dass du in deiner vertrauten Umgebung eine Verbindung hast mit einer männlichen Person. Sonne ist im Waage, Monatsthema ist dein Zuhause. Venus und Merkur ist im Skorpion. Und das bedeutet, wichtig ist deine Lebensfreude. Und bei Venus handelt es sich natürlich auch um Liebe. Und Merkur zeigt, du lernst das gerade, das spielerisch zu betrachten. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Ab 21. November wird Merkur wieder direktläufig. Ab 28. November wird Neptun direktläufig. Das heißt, hier die Neptunbewegung ändert sich die Richtung und geht alles voran. Und ab da kannst du deine Träume verwirklichen oder lebst du deine Kreativität. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Unsicherheit, was die Partnerschaft betrifft oder Spannung mit Partner. 12. November ist Vollmond im Widder. Da kommst du in Geltung, bekommst du Anerkennung, Ansehen, beleuchtet auch die Bereiche wie deine Berufung oder was sind deine Ziele. 19. November ist Halbmond im Krebs. Das trifft dich persönlich, eine gewisse Unsicherheit spürbar. 26. November ist Neumond im Waage. Rückzug, zu Hause sein, nachdenklich über deine Wohnsituation. Dezember. Jupiter übergeht im Schütze und bleibt ganzes Jahr hier im Schütze und gibt dir Glück, Chancen, Möglichkeiten, beruflich etwas zu verbessern. Mars und Merkur ist im Waage. Das kann bedeuten, dass du hier einen Vertrag unterschreibst. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person dir eine Nachricht sendet oder kommt zu dir zum Besuch und habt ihr schöne Gespräche. Sonne ist im Skorpion, Monatsthema ist Kindheit, inneren Kind, schöpferische Energie, Kreativität und Venus ist im Schütze, das bringt dir auch Glück. Oder zeigst deine Kreativität, kann auch bedeuten, dass eine Frau dich unterstützt oder hast du eine Begegnung im Alltag oder im beruflichen Umfeld.
4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. Da würde ich keinen Termin ausmachen mit Ämtern. 12. Natürlich in diesem Halbmond im Wassermann sind auch Themen wie Loslassen, und bei Halbmond kommt dann die Unsicherheit und du möchtest etwas doch festzuhalten. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, beläutet Thema Hoffnungen, Wünsche, aber auch Freundschaften, die Überlegung, wen kannst du vertrauen, wen nicht, da öffnet die Augen, da kommen die Erkenntnisse. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, Spannung, und in diesem Tag nichts kaufen, nichts investieren, auch keinen Vertrag unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Sei zurückhaltend, auch im Alltag, bleib lieber zu Hause oder zurückhaltend in die Arbeit oder nachdenklich sein, wo liegt deine Berufung. Januar 2020. Mars ist im Skorpion. Das kann bedeuten, dass du aktiv bist und zeigst deine Kreativität oder hast eine Begegnung mit einem Mann und ihr genießt diese Lebensfreude. Sonne und Merkur ist im Schütze. Monatsthema ist die Arbeit und hier kommen Gespräche, Handlungen. Bei Merkur-Energie kann sogar Verträgen handeln, wie ein neuer Arbeitsvertrag. Und Venus ist im Steinbock, aktiviert hier Thema Liebe, Partnerschaft, und das ist auch die Liebesplanet. Februar 2020. Sonne ist im Steinbock, Monatsthema ist Liebe, Partnerschaft. Und Merkur-Venus ist im Wassermann. Das kann bedeuten, dass hier eine Art Veränderungen bist, was die Liebe, Partnerschaft betrifft oder deine Weiblichkeit betrifft. Und lernst du das im Griff bekommen? Das ist dann Lernen, das ist die Merkur-Energie. Oder das spricht dich an, das zum Leben lebendig zu machen. Kann auch bedeuten, dass du hier Termine hast mit Ämtern und unterschreibst du einen Vertrag. Aber handelt sich erstens um Liebe, Partnerschaft, auch um die Sexualität, auch um deine Weiblichkeit, diese Erneuerungsprozesse, dass du zu dir stehst und zeigst deine weibliche Energie. Und bei Merkur natürlich das Lernen oder die Gesprächen, Handlungen, Terminen. März 2020. Pluto ist im Steinbock, aktiviert Liebe, Partnerschaft. Saturn ist auch hier und sie bleiben ziemlich lange hier im siebten Lebensbereich. Saturn etwa 2 Jahre lang, Pluto noch viel länger. Und das sind wichtige Themen dann. Liebe, Partnerschaft, Saturn hilft, das in Form zu bringen. Sorgt sogar um karmische Begegnungen, und Pluto zeigt, wie wichtig das ist, Ängste loslassen und auf dem Wesentlichen konzentrieren. Und ab diesem Zeitpunkt ist für dich das Wesentliche in einer Ehe oder eheähnliche, eine feste Partnerschaft zum Leben.
Merkur und die Sonne ist im Wassermann. Das kann Terminen bedeuten mit Ämtern oder Verträgen oder Erbschaft. Mars ist im Schütze. Und das kann bedeuten, dass du dich durchsetzen musst in die Arbeit und du hast Kraft und musst du dich behaupten. Aber möglich ist auch, dass du im beruflichen Umfeld eine Begegnung hast mit einer männlichen Person. Und Venus ist im Widder und das zeigt, dass du als Frau wahrgenommen bist, bekommst du auch Kompliment, zeigt auch deine Kreativität, auch deine Hoffnungen, Wünsche und das ist die Liebe, Partnerschaft, aber auch unterstützt diese Venus-Energie deine Berufung zum Leben. Liebe Niadina, so könnte ich dein Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.